Deshalb würde ich Sie fragen, haben Sie ein Beispiel für uns, wie eine Bank doch auch ein unkonventionelles Projekt finanziert, wo man vielleicht nicht unbedingt damit rechnet? Also wenn Sie die Bank nicht überfallen wollen und sich dort das Geld holen, dann empfehle ich Ihnen, reden Sie mit einem Bankberater. Und so haben das vier junge Architekturstudenten getan, vor circa 10 Jahren. Die haben aus Spaß an einem Wettbewerb eines großen Retailers teilgenommen und haben den überraschend gewonnen. Dann standen sie vor dem Problem, wir brauchen jetzt ein Büro, wir brauchen eine Gesellschaft, wo wir vier drinnen als Gesellschafter sind. Es ging um ein Shop-Konzept, oder? Genau. Ja. Und wir müssen dieses Shop-Konzept jetzt umsetzen. Sie hatten etwas Eigenkapital, sie hatten aber auch Bedarf an Betriebsmitteln. Sie mussten das Büro vorfinanzieren, den Statiker vorfinanzieren. Und uns als Bank hat dieses Modell und vor allem das Engagement dieser vier jungen Architekten so fasziniert, dass ich das Glück hatte und den Riskmanager überzeugen konnte, das zu finanzieren. Wovon wir dann alle überrascht wurden, ist, dass der Retailer und eigentlich Auftraggeber, der einzige Auftraggeber dieses jungen Unternehmens, überraschend in Konkurs gegangen ist. Damit waren alle Vorfinanzierungskosten plötzlich Schulden der Unternehmer und kein weiteres Einkommen in Sicht. Dann war natürlich guter Rat teuer und da bin ich auch schon fast bei den Tipps für Sie. Die Unternehmer haben ständig den Kontakt und das Gespräch mit uns gesucht. Wir hatten in der heißesten Phase, wo es darum ging, wird das Unternehmen überleben oder nicht, mehrmals täglich Kontakt. Wir haben ständig die wirtschaftlichen Unterlagen bekommen. Wir haben ständig gewusst, wie geht es dem Unternehmen. Die Unternehmer haben selbst auf sehr viel verzichtet, haben mit wenig Geld überlebt, muss man fast sagen. Heute zählen sie zu den gefragtesten Architekten, beschäftigen 100 Mitarbeiter und das in 10 Jahren. Was haben wir mit ihnen gemacht? Wir haben ihnen geholfen, die Betriebsmittel langfristig zu finanzieren und sie haben vor allem einen Grundsatz eingehalten, sie haben mit ihrem Steuerberater immer ehrlich und offen gesprochen und sie mit ihrer Bank ehrlich und offen gesprochen. Und ich glaube, das war der Haupterfolg, weil dadurch konnten wir auch rasch sehen, ist es machbar oder nicht. Würden Sie sagen, so wie der Herr Kalte es gesagt hat, 95% ist eigentlich, sind die Leute, die Unternehmer und nur 5% die Idee, stimmt das bei der Bank bei Ihnen auch so ähnlich? Es kommt sicher darauf an, wie Sie zur Bank gehen, wie Sie dort auftreten und ob Sie den ersten Kunden, das ist in dem Fall der Bankangestellte, ob Sie den von dem Projekt überzeugen können. Ja, und von der Finanzierung dieses Projektes. Also es gibt schon den Spielraum, auch ungewöhnliche Sachen umzusetzen. Selbstverständlich. Ja. Gibt es da noch weitere Tipps? Also Sie haben gesagt, enger Kontakt, Transparenz, dass man sich nicht versteckt und in Deckung geht und nicht mehr erreichbar ist, sondern wirklich auch offen ist. Fällt Ihnen noch was weiteres ein, was man mit nach Hause nehmen kann für den Umgang auch mit der Bank? Ja, nutzen Sie auch den Blick des Beraters von außen. Ja. Wir als Bankberater haben sehr unterschiedliche Kunden, sehr unterschiedliche Branchen, die wir betreuen und wir erkennen daher auch sehr früh Trends, wir erkennen sehr früh, ob eine Idee gut ist oder nicht und wir sagen das auch ganz offen. Ja, und wenn wir sagen, das ist vielleicht noch nicht ganz ausgereift, noch einen Schritt zurück, nehmen Sie diesen Rat ruhig an und präsentieren Sie es uns noch einmal. Ja. Ich habe erst vorige Woche ein Unternehmen, zuerst haben wir uns gedacht, wir werden das nicht finanzieren. Und der Unternehmer kam eine Stunde später nochmal und gesagt, ich glaube, ich habe es nicht gut präsentiert. Ja, heute haben wir ausgezahlt. Na wunderbar. Also manchmal lohnt sich ein zweiter Anlauf.